Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Modding für Anfänger. Das letzte Mal haben wir die Texturen angeschaut. Ich habe in der Zwischenzeit meinen PC neu aufgesetzt. Die einen anderen wissen das vielleicht schon. Darum, ich habe jetzt hier Blender 3.2.0 und ich habe auch das Plugin von Sternenidiot oder wie der genau heißt. Für den Import, Export, i3D und das UDIM, dass man im UV-Editor die Texturen ändern kann für den GE, brauchen wir hier eigentlich nicht groß, weil wir bauen ja eigentlich ein Gebäude, das ja gewünscht wurde. Und ich habe das jetzt, glaube ich, wieder zugemacht. Sehr schön, top vorbereitet. Es war diese Scheune, die aus meiner Jugend, respektive von dort, wo ich herkomme, die hatten wir, die gibt es leider nicht mehr. Darum die richtigen Maße weiß ich in dem Fall nicht. Grob, plus, minus, ja. Und darum würde ich sagen, dass wir heute einfach versuchen, mal die Basis zu bauen. Und das mal kurz ins Spiel werfen, um zu gucken, ob die Dimensionen so mehr oder weniger passen. Wir hatten früher einen Hürlimann 120D, hieß er, glaube ich. Der hat eigentlich hier gerade so Platz. Wir werden die Scheune vermutlich ein bisschen größer machen, dass auch andere Kleintraktoren oder Kompakttraktoren hier rein können. Hier drüben gibt es die großen Tore für große Anhänger etc. etc. Im Großen und Ganzen ist es etwa, ich schätze mal, 15, 12 bis 15 Meter lang. Ich nehme an mehr. Aber wir werden es sehen und das müssten etwa grob 8 Meter sein. Aber wie gesagt, wir werden das testen. Wir werden heute die Basis machen hier unten. Und für das sind wir hier im Blender. Ich habe unten rechts hier die Keycasts eingeschaltet. Keine Ahnung, warum die Maus da rumspackt. Ich müsste die aufleuchten, wenn ich da was drücke. Darum habe ich jetzt da eingestellt, dass man das sieht, welche Taste ich wann drücke. Und somit seht ihr eigentlich immer direkt, was ich mache, ohne dass ich in den Tastenschlag sage. Wir löschen zum ersten Mal die Kamera und das Licht brauchen wir aktuell nicht. Und wir nehmen mal diesen Klotz hier. Und es gibt eine Funktion hier oben. Das wäre hier im Viewport Overlay. Wir haben hier Edge Length. Also die Länge wird uns nun angezeigt. Und ich skaliere das Ganze jetzt einfach mal auf 0,5. Da kriegen wir einen Meterwürfel. So wie das hier. Und ich würde jetzt sagen, wir skalieren in Y auf, wie gesagt, etwa 15 Meter grob. Und wir skalieren das Ganze hier an der X-Achse. Interessanterweise zeigt es das nicht an. Vielleicht ist das Tool doch nicht so gut. Dann machen wir jetzt einfach mal 8 Meter. So. Und setzen das mal als Grundfläche voraus. Dann haben wir hier Ctrl-R den Loop gehabt. Mit linker Maustaste kann ich jetzt den klicken und ich kann den verschieben. Und ich sage jetzt hier mal so, was haben wir hier? Etwa 5 Meter die Innenkante und außen etwa 3. Etwa so. Na, komm. Ah, toll. Ja, toll geklappt. So, geklickt. Und da setze ich jetzt einfach in der Mitte mal einen Cut. So, passt. Das heißt, ich lösche hier mal die drei Flächen hier, weil die brauchen wir nicht mehr. Delete. Und hier könnt ihr auswählen zwischen Vertices, Edge und Faces. Faces sind die Seiten. Dann haben wir die
Edges sind die Kanten und die Vertices sind die Punkte. Also wenn ihr Punkte löscht, dann löscht ihr auch den Punkt, sprich ihr habt dann alles weg. Darum hier mal Faces weggelöscht. Und wir machen hier gleich mal den Boden weg, weil den brauchen wir auch nicht mehr. Weil das sieht man nicht. Unnötige Polys, also weg damit. Das war natürlich jetzt falsch. So, weil das brauchen wir aktuell nicht mehr. Ich zeig's euch auch warum. Weil wir wollen diese vier Punkte mit verbinden. F, diese verbinden. Und jetzt könnt ihr diese Punkte, also die Fläche unten löschen. Wie gesagt, 1, 2, 3 ist das gleiche wie diese vier Elemente hier oben. Das sind die Punkte, ihr seht sie. Dann haben wir diesen, die 2, das sind die Linien hier oder die Kanten. Und das hier ist die Fläche, ihr seht es am Symbol oder wie gesagt, 1, 2, 3. Gewöhnt euch diese Kürzel an, ihr seid schneller. Und darum, ja, relativ wichtig, wenn ihr die schnell intus habt. So, ich mache hier mal alles. Ich skaliere das Ganze jetzt mal auf, ich sag mal, einen halben Meter, also 0,5. Nein, das war natürlich nicht so gewünscht. Skalieren. In der Z-Achse, das seht ihr jetzt im blauen, 0,5. Und wir haben hier 0,5. Klar, irgendwann wird es ein bisschen lästig mit all diesen Zahlen. Aber es einfach jetzt mal zum Anfang, dass wir etwa mal grob wissen, wie hoch oder breit oder sonst was sein soll. Von dem her, wir machen mal 0,5. Wir können das Ganze auch theoretisch gesehen kleiner machen, also wir könnten skalieren Z 0,5, da habe ich 0,25 als Boden, den müssten wir natürlich runtersetzen. Wir können hier G Z minus 0,125, dann müsste der jetzt genau auf 0 liegen. Ihr seht jetzt hier die blaue oder die grüne Linie. Nicht in die falsche Richtung. Nee, ich glaube, es passt. So, also das heißt, wir haben jetzt hier die Grundfläche. Dann Shift A. Wir holen uns einen neuen Cube dazu. So, der. Den skalieren wir wieder auf 0,5. Dann haben wir den Meterwürfel. Das geht einfach auch zum Rechnen. Wir verschieben den um X, um etwa, was haben wir gesagt, 4 Meter. So, der müsste jetzt genau hier im Mittelpunkt hier auf der Kante liegen. Wir skalieren das Ganze jetzt mal um 0,25. So, mit Punkt kann man aufs Objekt ranzoomen. Und ihr seht, hier haben wir den Würfel. Der ist jetzt genau schön hier. Hier müsste der Mittelpunkt eigentlich sein. Das heißt, wir schieben das Ganze nach oben. 0,125, Enter, der müsste jetzt hier bündig liegen, ich schiebe das Ganze im X-Bereich, 0,125 und ihr seht, er ist jetzt die falsche Seite gegangen und hier oben, hier, ich komme nicht hin. Da könnt ihr nämlich das Ganze auch anpassen. Also Move X 0,125, eigentlich müsste das gehen. Na, er will nicht. Ctrl Z, könnt ihr wieder zurück. Also G, jetzt mache ich einfach mal minus 0,125. Und ich habe vergessen G zu drücken. Sehr schlau. Also. Ihr habt gesehen, mit der Maus kommt ihr nicht nach oben, aber mit der Pfeiltasten könnt ihr nach oben links, es ist vielleicht ein bisschen klein, ich weiß nicht, ob ihr es seht, könnt ihr vor und zurück, jetzt mache ich ein Minus davor und der hat das mir jetzt reingesetzt und das Ding ist jetzt eigentlich hier bündig und hier auf der Fläche bündig, so,
Und wir verschieben das jetzt an diese Kante hier rüber. Das waren ja etwa 7,5 Meter. Also G, Y. 7,5. Aber wir haben ja einen 0,25er Breite. Dann sagen wir, wir ziehen das gleich ab. Oder ihr könnt es auch einfacher machen. Ihr macht hier einfach G, Y. Minus 0,125 und dann ist das Ding direkt bündig hier. Das ist unsere Außenmauer. Perfekt. Und jetzt packen wir die Seite hier. So, G, Y, 0,75. Falsch, wie gesagt, hier. So, mit Minus. Jetzt haben wir hier ein Meterstück. Sagen wir, das muss etwa passen. Wir werden es später sehen, ob das wirklich passt. Hier machen wir auch wieder einen Loop Cut rein und ziehen das Ganze mal so grob. Ihr könnt auch näher ran, das sind die vielen Zahlen, die wir hier haben, weg. Ihr könnt nämlich, wenn ihr diese Kante, diese Edge hier, den Namen seht, einfach so schieben und sagen, ich möchte 0,25 plus minus. Kriegen das glaube ich nicht ganz hin. Man könnte es natürlich auch wieder mit Zahlen machen. So, jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir hier eine Kante, also eine zweite Fläche. So, zwei Flächen hier. Und nun sagen wir, wir wollen jetzt die Wand nach hinten durchziehen. Das heißt, wir machen hier E für Extrude und sagen 0, nee, nicht 0, wir sagen 8. Das war ja das. Und jetzt können wir mit G, X, Y, X, ja, ich verwechsel es auch ständig, minus 0,5 oder eben diesmal ohne Minus. Wenn es nicht passt, einfach Ctrl Z, G, X 0,5. Warum wird die Hälfte? G, X 0,25, weil das Ding ist ja 2,5 breit. Rechnungsfehler von mir. Und auch das hier müsste eigentlich relativ bündig sein. So, und hier ist offen. Hier kommt dann später noch eine Wand hin. Und wir machen jetzt mal die Seite. So, diesen Bereich hier. Aber wir wollen die ganze Geschichte hier auf einen halben Meter erhöhen. Das heißt GZ mal 0,5. Ne, 2,5. So. Und dann haben wir die Mauer auf einen halben Meter erhöht. Und sollte es soweit mal kurz passen. Und jetzt eben hier, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich explodiere das Ganze jetzt wieder mal mit 2,50 Meter im Minusbereich. Ich bin mir nicht sicher, ob das passt. Vermutlich ist es zu breit, vielleicht auch nicht. Wir extrudieren das Ganze weiter, minus 3. Na, jetzt wieder nicht. Mann. Extrudieren 3 Meter. Dann extrudieren wir das Ganze wieder 2,5 Meter. Weil wir haben ja zwei Tore. Enter. Dann müsste der kleine Bereich fertig sein. Das heißt, wir machen hier auch wieder extrudieren um einen Meter. Und hier müsste dann die Wand kommen, die zweite Wand. Die Abgrenzung zu diesem großen Teil. Und da würde ich jetzt sagen, extrudieren wir um 0,5. Wir extrudieren um 2,50 Meter. Ja, ich befürchte fast, es wird zu breit. Wir extrudieren um einen. Wir machen hier nur einen kurz kleinen Pfosten, 0,25. So, also hier kommen dann die Tore ran. Vielleicht hier, hier,
hier und hier. Und das Ganze explodieren wir nochmal um 2,50 Meter. So, plus einen halben Meter. Und ihr seht, es wird schon ein bisschen länger, als ich es eigentlich wollte. Das heißt, ich klicke jetzt mal hier und bewege mich um, was waren es, 1,5? Nein, wir haben die Achse vergessen. Hallo. 1,5. Minus. Na. Spannend. Sind die nicht verbunden, die Kollegen hier? Spannend. Also machen wir mal A. Wir markieren alles. F3 Merge by Distance. Und wir hatten anscheinend doch 10 Ecken, Vertices, also diese Punkte, die nicht verbunden waren. Jetzt müsste ich eigentlich hier genau das so verschieben können. Keine Ahnung warum. Vermutlich, weil wir hier abgetrennt haben. Könnte sein. Und darum haben wir jetzt das Ganze wieder verbunden. Auch vermutlich, ich sag mal, diese Fläche. Und ja, vermutlich auch diese. Ne, diese haben wir neu gemacht. Es müssten eigentlich diese Punkte außenrum gewesen sein. Aber 10. Egal. Also, wir gehen weiter und schieben die ganze Fläche auf Y. 1, wir wissen, minus 1,5 ist zu viel. 2,5, das passt. So, und dann haben wir hier auch wieder bündig. Und das Ganze werden wir jetzt hier auch nochmal schieben, so dass wir hier wieder 0,25 bekommen. Müsste eigentlich soweit gehen, korrekt, weil es ist ein halb Meter Stück. Und dann haben wir hier diese Fläche. 3. Und bewegen diese mit Extrude ebenfalls etwa 5 Meter minus die 0,25. Das heißt, wir bewegen wieder uns zurück mit G minus 0,25 oder auch ohne Minus. Ja. So. 0,25. So. Bündig. Wir machen hier wieder einen Loopcut rein. Gehen wieder auf 0,25, dass wir immer etwa die ähnlich dicke Mauer haben. So, ich zoome jetzt mal ein bisschen ran. Und wenn ihr seht, ich drücke jetzt mal nur G, bewegt es sich einfach wirr im Universum, sage ich. Und wenn ihr dann Y drückt, nur so, mit X. Ebenfalls so, ja. So, und jetzt versuchen wir die 0,25 nochmal zu bekommen. Hier haben wir sie, wie sie, so sehr schön. Und dann würde ich sagen, nehmen wir diese Fläche. Und dann müssten wir GY. Und das müssten dann etwa 16 Meter. Okay, jetzt haben wir irgendeinen komischen Punkt, ja. Habe ich was an Falsches gedrückt? So. Extrude. E. Und etwa 16 Meter. Das passt vermutlich gerade. Wir machen aber mit G einen Schritt zurück. Minus 0,25. Und somit müsste die Mauer jetzt hier direkt passen. Und wir haben jetzt hier drin eigentlich, kriege ich es so mit Punkt, zentriere ich mich auf die Fläche. Scroll ich jetzt mal rein, jetzt haben wir wieder diese tote Fläche hier drin. Die lösche ich, weil das brauchen wir nicht, weil wir haben die Fläche von hier draußen. So. Und haben nun eigentlich mal im ersten Moment mal unsere Grundfläche. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob das Ganze soweit passt. Faces, das löschen wir.
diese drei Seiten. So, dann haben wir hier diese 6 Seiten. Die löschen wir auch. So, und ihr seht schon, wir haben jetzt diese Kante. Da, die haben noch komische Edges drin. Die löschen wir auch gleich, weil die brauchen wir nicht. So, weil hier kommt das Tor hin, aber wir können hier diese Vierecke hier wieder zumachen mit Alt. Zack. Markieren wir die ganze Fläche rundherum. F. Hier dasselbe. F. Hier dasselbe. F. Hier dasselbe. F. Und dann das Ganze von der anderen Seite aus noch. So. Fill. Fill. Ups. Ja, mit Alt. Mit der Alt-Taste kommt ihr auf die Ansichten. Je nachdem, wie ihr es dreht. Mittlere Maustaste, ihr seht schon, unten rechts kann ich mich mit der Kamera bewegen. Übrigens, wer das noch nicht weiß, auch mit Shift kann ich mich so bewegen. Und ja, Control ranzoomen, reinzoomen oder rauszoomen. So, dann machen wir das noch und das. Und so haben wir jetzt mal das Grundstein gelegt. Das heißt, ich markiere mir jetzt mal. Nein. Okay. Dann machen wir es anders. Ich möchte diese Fläche, das und das. Das heißt, ich dupliziere das Ganze mit Control. Nee. Shift D. Und bewege das Ganze jetzt auf mal auf der Y-Achse, so etwa hier hin, plus, minus, vielleicht auch in die Mitte, das ist eigentlich egal. Und dann bewegen wir das Ganze nach X 0,9 minus 0,125. Spannend, eigentlich mittig, aber dann halt eben nicht so, dann 2,5, so. Dann haben wir hier auch wieder die Fläche. Und dann gehen wir mit dem in der X-Achse nochmal etwa 4, minus 4,5. Wären wir bündig, 4,25, so. Und dann hätten wir nun hier diese beiden Flächen. Ich zoome hier auch wieder ran, weil wir haben hier drin auch wieder eine tote Fläche. Die braucht es nicht, die können wir löschen. Und dasselbe, ich glaube, ich habe hier eine Wand vergessen. Warum auch immer. Aber wir gehen jetzt mal kurz hier ran. So, und hier haben wir diese Fläche, die löschen wir auch. Und ihr seht, die Wand haben wir, aber das Stück da innen nicht mehr. Und wir nehmen jetzt diesen Punkt hier drüben, also diese Kante. Und wir können natürlich auch wechseln. Diese beiden Punkte. Weil diese beiden Punkte haben wir ja angewählt durch die Kante hier. Also wir werden auch mitmarkiert und können hier machen Fill F und somit hätten wir jetzt mal unsere Grundfläche. So grob gesagt, wir könnten natürlich hier auch noch eine Wand ziehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nee, da war keine Wand, aber irgendwo hier dazwischen war eine kleine Wand. Und hier nur noch Stützpfeiler zum Beispiel, können wir später angucken. Oder wir nehmen einfach dieses Element hier, 3, das hier, wir duplizieren das Ganze wieder, schieben das Ganze mal, so, schieben das Ganze mal mit Y hier rüber, machen wir jetzt einfach mal aus den Augen heraus sozusagen und dann per X hier rüber, so.
Überlappt ein wenig, also okay. Und anscheinend habe ich hier vermutlich doch die falsche Wand erwischt. Darum habe ich diese gelöscht. Das war das Problem. Also das heißt, wir gucken jetzt hier noch mal kurz rein, dass wir hier auch diese Fläche erwischen. Jetzt habe ich schon wieder die andere. So, das ist die Fläche, die wir wollten. Delete, Face. Und das Innen ist weg, das Außen hier bleibt. Und da haben wir die andere Wand. Ich zoome hier auch wieder ran. Ich gehe auf den Punkt, zoome ich hier rein. Ah, die ist gut, perfekt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach ein bisschen drin. Ist eigentlich egal, passt soweit. Die Fläche aber müssen wir sogar lassen. Und die schiebe ich jetzt hier einfach auch mal per X hier ran. So, wir gehen jetzt mal in die Nahansicht. Es darf hier auch ein bisschen weiter rein, zum Beispiel. Muss ja nicht so genau sein, weil es eine alte Scheune. Und passt soweit. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, bevor wir hier anfangen zu texturieren, machen und tun, werden wir das Ganze jetzt nun einfach mal ins Spiel bringen und gucken, wie das Ganze so im Spiel ausschaut. Ob die Traktoren hier passten, ob wir zu klein gebaut haben, zu groß gebaut haben oder was auch immer. Und ja, das heißt, wir machen hier mal Old Barn zum Beispiel so. Und sagen, wir exportieren die Geschichte hier im i3D. Dann machen wir mal ein bisschen größer. Und ich würde mal sagen, wo schmeiße ich das hin? Ich schmeiße das mal auf den Desktop. Hier, Old Barn. So. Dann seht ihr auch mal, wie wir das Ganze jetzt in das Spiel bringen. Klar, das wird jetzt keine Texturen haben. Ist aber auch kein Problem. Ich habe mir für das diese Scheune ausgesucht. Ihr kennt sie. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal diese drei Objekte. Diese hier. Klaue mir die. Die kriegt ihr im Farming Simulator Data Placeable Lizard Ordner. Ihr kennt den Fleisch schon bereits. Und ja, ich nehme den jetzt einfach raus. Ja, nicht im Farming Simulator Ordner arbeiten, das führt zu Problemen. Und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet hier. Ich habe hier meine Old Swiss Barn Mod erstellt. Also erstellt ist zu viel gesagt, aber ich habe mal die Ordnerstruktur, sprich die Objekte. Ist bei mir immer IDD und XML mit der Shapes Datei. Und hier drüben habe ich die Texturen. Diese, die wir das beim letzten Video gemacht haben. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Moddesk. Die klaue ich mir jetzt einfach mal von meinem Traktor. Diese hier. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr einen Mod habt. Einfach Moddesk nehmen. Zack. Dann haben wir hier die Old Barn i3D. Ne, wir brauchen die XML. Wir brauchen die XML. Das ist wichtig aktuell. Weil in der Moddesk wird jetzt auf die XML verlinkt. Das geht jetzt mal langsam auf. So. Klar, hier stimmt natürlich nichts überein. Wir haben das falsche Icon und. Aber bei mir immer dasselbe Struktur. Habe ich hier Objects. Da schmeiße ich jetzt da den Namen der neuen XML rein. Old Barn. Von mir aus können wir hier auch noch Swiss reinschreiben. So. Und dann müssen wir das natürlich außen auch anpassen. Das ganze Gedöns hier lösche ich mal. Nämlich, hallo. So, das brauchen wir nicht. Und das lassen wir alles mal. Es sieht wirr aus, aber später kommen wir noch dazu. Speichere das Ganze nun. Dann gehen wir hier in die Objects. Nennen das Ganze jetzt nun Old Swissborn. Gleich wie in der XML. Die mache ich jetzt nämlich auf. Und hier müssen wir das Ganze jetzt hier benamsen. Ihr seht schon, der Pfad hier, die Base, der Base-Teil,
deutet nun auf das Standardspiel hin und wir nennen das Ganze jetzt einfach auch mal Old Swiss Barn. Und hier vorne muss ich natürlich den Pfad, der in dem Mod beschreiben. Das wäre jetzt Objects. So. Dann würde der jetzt in unser Mod reingehen mit diesem Object oldswissborn.idd. Natürlich, dieses IDD stimmt natürlich jetzt so gar nicht. So, wir speichern das Ganze. Wie gesagt, wir lassen alles so. Die Detailarten hier drin machen wir zum Schluss. Das hier benenne ich um. Und dann benenne ich diese Shapes auch noch um. Wichtig aber dazu zu sagen, wenn ihr IDs umbenennt oder die Shapes, müsst ihr diese hier im XML ändern, sonst findet ihr nichts. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, öffne es mit dem Notepad++ und dann haben wir hier unter Shapes die Shapes-Datei. Hier ändere ich den gleichen Namen, so, zack, speichern, raus. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Wir haben jetzt einen Mod, was ein bisschen vorbereitet. Old Swissborn mit der XML, mit der Shapes. Und wir öffnen einfach mal diese alte Scheune. Hier wird jetzt natürlich die alte Scheune aus dem LS kommen. Genau, da haben wir sie. Es ist alles noch nicht angepasst, wie wir das Ganze möchten. Das ist uns im Moment gerade egal. Das heißt, wir werden nun mal, soll ich das gleich hier machen? Nee. Ich mache das mal Hide weg. Ich glaube, ich schmeiß mal einfach mal komplett alles raus hier. Nee, wir machen es anders. Wir schmeißen das hier drin raus. So. All das Gedöns. Und dann das Gedöns. So. Jetzt müssten wir eigentlich nichts mehr haben. Ihr seht, wir haben hier noch die Collies. Ist hier, wo haben wir sie? Wo ist sie gespeichert? Ich meine, das ist es nicht. Hier, die Tip Collision. Die schmeißen wir auch raus, weil die brauchen wir aktuell nicht. Und hier in die LOD 0 werden wir das Ganze mal einfach importieren. Auf das ganze LOD-Gedöns kommen wir später noch, weil wir wollen jetzt nur mal gucken. Funktioniert unsere Scheune? Stimmen die Dimensionen? Wir sehen es hier. Ich schmeiße das jetzt mal da rein. Und sie ist. Genau das. Nein, da. Ich habe es natürlich ausgegraut. So. Und da schalten wir auch mal ab. Komm, geh weg. Und dann haben wir die Attribute. Und wir müssen noch Windows. Wo haben wir es? Material Editing. Das ist hier unten versteckt. So. Und ich war jetzt gerade schon wieder im Mapping drin. Und wir lassen das Ganze gleich mal so. Dann würde ich sagen, schmeißen wir hier mal kurz die Rigid Body rein. Weil dann kriegen wir hier Kollision. Hier in den Mauern. Aber ich befürchte, das sieht irgendwie fast ein bisschen zu klein aus. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken das Ganze jetzt mal im Spiel an und müsste nun soweit eigentlich gehen. Das heißt, ich habe das Ganze hier unter Mod Development. Dann muss ich starten hier mein Dashboard. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis das Ding kommt. Mod Folder Manager, Development und Go. Und nun sollte das Spiel starten, genau. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, können wir dieses Objekt setzen.
geht einfach mal auf den Spielstand. So, das ist dieses Objekt. Ihr seht, der Name ist auch derselbe, weil ich habe es ja nicht angepasst, aber wir haben hier kein Bildchen drin. Darum ist es der. Na komm. Und go. Jetzt bin ich nicht sicher, hatten wir hier schon einen Fehler oder nicht? Glaube nicht. Und jetzt warten wir, bis das Spiel geladen ist. Falls ihr wissen möchtet, wie das Ding hier funktioniert, dieser Lock im Spiel, schreibt es auch einfach mal in die Kommentare, dann mache ich euch dazu noch ein kleines Video. So, also, wir hatten gesagt, das wäre eine Scheune. Also es müsste hier sein und bauen unter Hallen und dann haben wir, ihr seht schon, das Geflimmer. Das heißt, es ist bündig am Boden. Aber ich befürchte, das Ding ist viel zu klein geworden. Ihr seht es, also hier komme ich gerade mal selber rein. Sehr schön. Müssen wir nicht weiter testen. So viel dazu. Und ja, ihr seht, ich hüpfe, ich habe hier eine Kolli. Ich gehe mal weg, sonst habt ihr eine epileptische Anfälle hier mit diesem Geflatter. Wir sind vielleicht ein bisschen zu weit unten. Also es ist wirklich genau bündig, dass es passt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmals raus. Wir können mal kurz drin bleiben. So. Und ich öffne das Ganze mal. Ich finde das eigentlich spannend. Haben wir es hier noch offen? Entweder ist es noch offen oder nicht. Haben wir hier eine Skalierung? Skalierung, Skalierung. Ich sage jetzt einfach mal, ich mache das Ganze mal 2. Nein, stopp. So, gleich hier unten. Mal 2. Mal 2. Und mal 2. So, mal ein bisschen mehr Speed hier rein. Wir speichern das Ganze. Das geht so schnell, das sieht man gar nicht. So, und dann wird dieses Ding hier mal entfernt. Tschüss. Wir bauen es nochmals. Und ihr seht, es ist ein bisschen größer. Und ja. Also ich nehme diese Geschichte hier mal 0,1 nach oben. Dann haben wir dieses Geflatter nicht mehr. So. Speichern. Zack. Wir bauen das Ganze nochmal um, weil das ist doch ein bisschen leicht nervig. So. Ja, 0,1 war da definitiv zu viel. Definitiv. Und jetzt holen wir mal ganz kurz einen kompakten Traktor. Nicht gleich einen Axion oder so, einen Arion oder so. Aber vielleicht. Weil unser Traktor damals war, ja, hier gibt es nicht. Der Porsche wäre vielleicht dem getreu, so ein bisschen. Sage ich, nehme jetzt einfach mal den MF hier. Passt soweit. So. Weil das soll ja eine kleine Scheune werden, eigentlich. Ich sehe gerade, ich habe noch ein lustiges, Nummerschild dran. Und ja, es ist fast, also jetzt ist es definitiv zu groß, aber die Weite stimmt hier nicht. Und hier drüben, ja, definitiv auch. Also ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal, also mal ein bisschen was Größeres. Anhänger oder so. Ich sage jetzt einfach mal, wir holen diesen Krampe. Komm. Fliegel, tut's auch. So.
Muss nicht das größte sein, definitiv nicht. Aber ich glaube, in der Breite darf es noch ein wenig. Vielleicht auch in der Länge. Und da müssen wir jetzt einfach anpassen, wie wir das Ganze haben möchten. So. Gut, und dann fahren wir mit dem gleich rüber. Stopp hier. So, und dann sehen wir gleich, dass wir vermutlich keinen Platz dafür haben. Also ein Anhänger mussten doch reinpassen. Ich denke mal, ich muss das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer machen. So. Wie gesagt, ist alles eigentlich frei Auge. Und ich sehe gerade, ja, es passt hinten vorne nicht. So. Ja. Gerade so. Gerade so. Könnte eigentlich gehen. Für eine kleine Scheune. Könnte eigentlich passen, ne? Weil viel mehr Platz hatten wir damals auch nicht in der Scheune. Vielleicht ist das Ding einfach zu groß für unsere Scheune damals. Aber das irgendwie, das sieht mir irgendwie einfach irgendwie zu klein aus. Definitiv zu klein. Weil da hatten wir doch mehr Platz drin. Gut, ja. Ich würde mal sagen, wir hüpfen jetzt mal hier rein wieder. Ich werde das noch auf die richtige Größe anpassen. Aber ihr habt jetzt mal gesehen, wie wir das Ganze einigermaßen gebaut haben. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich anfange zu texturieren. Die Fläche plus die ganze Geschichte nach oben bauen. Wenn ihr Fragen habt zu Blender, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche mehr oder weniger alles, was wir brauchen dazu, zu erklären. Und somit, viel Spaß mit Blender und eurem ersten Objekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.